Hallo zu einem neuen Unboxing-Video. Diesmal geht es um Witty Culture und zwar gibt es jetzt endlich vom Feuerland Verlag eine deutsche Ausgabe dieser Essential Edition. Diese Essential Edition enthält ja äh, zum einen das Basisspiel, aber eben auch das Beste aus der Tuscany Erweiterung. Ja, auf der Rückseite sieht man schon ein bisschen vom Spiel, aber ich schaue natürlich gleich rein. Wir sind alle gespannt, wie es hier drin aussieht. Und vielleicht kurz die Fakten noch, ab zwölf Jahre ein bis sechs Spieler, 45 bis 90 Minuten. Ja, und jetzt schaue ich rein und während ich jetzt hier versuche, das aufzumachen, erzähle ich mal noch ein bisschen was zum, äh, zu dieser Ausgabe, denn die Ausgabe hier äh, begründet eine neue Reihe bei Feuerland, beim Verlag. So, jetzt ist erstmal die Folie weg, nämlich die... Uwe Rosenberg Collection. Der Meister selbst ist für diese Collection in ja, der Welt unterwegs, sozusagen, und sichtet Spiele. Und hier haben wir dann die erste Geschichte davon, redaktionell auch von Uwe Rosenberg äh, bearbeitet. Okay, ich habe jetzt hier schon mal aufgemacht. Das Erste, was in die Hand fällt, ist die Spielanleitung. Hier gibt es eine Regelzusammenfassung. Die zwei Seiten schon mal beinhaltet und es gibt natürlich hier das umfangreich bebilderte Regelwerk. Das sieht mir schon mal sehr schön strukturiert aus. Gutes Papier, das gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, doch, das macht schon einen sehr guten Eindruck, aber viel spannender, auch spannender als diese Zipptüten, sind natürlich die Spielmaterialien. Und da, ich räume die Zipptüten einfach mal weg, gibt es jetzt hier die einzelnen ja, Weinbauernhöfe, hier, ja, das wird der Weinkeller sein und so weiter. Da haben wir jetzt hier die englische Seite auf dieser und auf der anderen Seite ist immer die deutsche Seite. Hier alles wirklich auch in Deutsch äh, betitelt, das heißt es ist eine komplette deutsche Ausgabe. Ja, und dann schaue ich mal weiter in diese äh, recht tiefe Kiste. Hier gibt es diverse Standstableaus. Das sind hier Fundmünzen zum Beispiel auf diesen Zweistandstableaus. Ah, hier kommt jetzt auch der große Spielplan. Den schauen wir uns doch gleich erstmal an. Räumen erstmal den Rest beiseite. So, zweiseitig ist der. Schauen wir erstmal hier auf diese Seite. Da hat man einen Ausschnitt der Toskana, denn dort spielt äh, das Ganze Jahr Hier sieht man schön diese. Ja, Weinberge, die, so diese Weinhügel, die einzelnen äh, Hütten mit den bestimmten ja, Aktionen, die zur Verfügung gestellt werden. Das also auf dieser Seite und dann schaue ich mal hier hinter. Genau, das ist genau die gleiche Geschichte wie bei den Spielertableaus. hier. Das Ganze nochmal auf Englisch. Also wenn ihr, ja, sagen wir mal, äh, andere Nationen mit am Spieltisch habt, könnt ihr das natürlich auch mit der englischen Seite. Spielen. So und jetzt das zeige ich hier auch noch mal von oben. Schauen wir uns mal hier diese Fächer an. Das ist hier wirklich sehr sehr schön aufgeteilt. Hier haben die ganzen Materialien drin Platz. Ja, das hat man richtig gut gemacht hier für die Karten. Diese kleinen Tütchen hier für die Spielerfarben. Ich packe das jetzt alles auch noch mal aus. Aber diese Fachaufteilung ist, ist schon mal sehr sehr schick. So, hier, das sind die Holzfiguren. Ähm, hier mal in blau gehalten. Sieht man richtig hier schön ähm, angefertigt. Hier gibt es noch eine Windmühle. Ähm, ja, hier sind die, die Reben. Also, das sieht schon sehr gut aus. Die Weinbauern, das gibt es hier natürlich in sechs verschiedenen Farben. Und das hier werden wahrscheinlich noch erweiternde Geschichten sein. Oh ja, hier ist noch ein Hahn oder ein. Hahnmitte dabei, also das sieht sehr schön aus. das sind auch Spielfiguren, die nicht klassisch sind, ja, die sind extra hier für angefertigt. Also keine Standard-Spielfiguren, alles hier in diesen kleinen Tütchen, farblich schon separat in der Box aufbewahrt. Ja, und dann gibt es noch einiges an Karten. Ich mache hier mal eine so eine Packung auf, ich hoffe, ich. Kriegt das hin? Ja, also ich bin auf jeden Fall auch schon mal von den Materialien, gerade von den Holzfiguren, gut angetan. So, jetzt habe ich hier Probleme mit diesem Kartenpack. Nehme ich erstmal das andere, vielleicht geht das schneller. Ich habe halt auch keine Fingernägel, ja, wo das irgendwie vielleicht einfacher gänge. So, ja, das kriege ich hier gar nicht auf. Ja, da bräuchte man vielleicht eine kleine Schere oder so. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal zu. Ich probiere es gleich nochmal. Es gibt also zwei Kartenpacks hier in dieser größeren Form und dann gibt es noch mehrere Karten hier in klein. Hier habe ich mehr Glück. Das kann man hier ein bisschen verschieben und dann kann ich hier auch die Folie aufreißen. Wunderbar. Dann zeige ich erstmal hier diese Geschichten. Hier ist zum Beispiel mal ein Händler. Die Kellerei. Ein Richter, ein Önologe, also alles, was man eben für eine solche Weingeschichte braucht. Ich lege sie einfach mal ein bisschen hin. Der Kellermeister, der Wohltäter, also ganz viele Geschichten, die man hier im Spiel benutzt. In diesen Kartenstapeln, dann gucke ich noch mal diesen zweiten hier an, also auch wegen der Kartenqualität ist ja auch wichtig. So, und zwar haben wir jetzt hier, ah ja, das sind Rebsorten. Und so, ja, Pinot haben wir hier, San Ginovese, Syrah, alles mögliche hier an Rebswürten. Ja, und die Kartenqualität, also das ist ein schöner, dicker ja, Karton oder also auf jeden Fall ein schöne, dicke, schöner, dicker Druck, ähm, glänzend auch und... Äh, ja, hier jetzt nicht ganz mittig, aber das finde ich persönlich jetzt nicht schlimm, dass es jetzt nicht ganz mittig ist. Hier bei den blauen Karten ist es schon äh, genau mittig gehalten. Und äh, ja, das wird bei diesem Pack auch so sein. So, und jetzt habe ich hier Werkzeug, hat mir mein bezaubernder Assistent gereicht. Jetzt ritze ich hier einfach mal kurz rein. Und jawohl, ohne was kaputt zu machen, jetzt kriege ich die Karten hier auch auf. So. Gucken wir uns noch die großen Karten an. Hier gibt es paar Personenkarten. Die sind von der Dicke her ein bisschen dünner oder ist das die gleiche Stärke? Ich glaube ein klein, nee, ist die gleiche Stärke wie eben die auch. Das sind hier die Personen. Ja, sieht man hier schön. Papa Andrew und so weiter. Also einige sehr äh, interessante Personen hier auf diesen etwas größeren Karten. Und dann gucke ich noch auf diese letzten. Auch da nehme ich noch mal das Werkzeug. Bin natürlich ganz vorsichtig, damit ich hier auch wirklich nichts kaputt mache. So, okay. Auch die letzten Karten. Ah ja, hier hat, hat man jetzt noch ein paar, äh, ja, weiß nicht, Aktionen oder so. Errichte ein Bauwerk zum Beispiel. Ähm, ja, also die Kartenqualität, ich glaube, die sind wirklich ein Tick dünner. Ne, ist wirklich die gleiche Dicke. Naja, also auf jeden Fall machen Sie einen guten Eindruck. Es ist sehr stabil. Ich mag auch den Geruch, wenn die Kartenpakete aufgemacht werden. Das riecht immer sehr angenehm. Das ist ein sehr schönes wertiges Material. Wenn man es hier so ausgebreitet sieht, ist es auch jede Menge. Hier sind ja noch ein paar Tütchen drin. So, ich packe jetzt hier einfach mal alles raus. Hier ist noch ein Stapel, noch so ein kleiner Kartenstapel. Und dann gibt es jetzt hier noch diese. Äh, ja, ist das Glas oder? Ja, das sieht so wie Kunststoff aus. Oder Glas ist das? Das ist Glas doch. Solche kleinen, ja, äh, ja, wie Glasperlen. Und das ist es dann alles, was hier drin war. Hier noch dieses wegen der. Trockenheit, das Säckchen kann auch aus, aber wie gesagt, mir gefällt es sehr gut mit diesem Einsatz hier, da kann man das wirklich sehr, sehr gut sortieren und ja, also ich finde, es ist viel Material, es hat eine sehr gute Qualität, wie es jetzt funktioniert, weiß ich noch nicht, aber auch das werde ich in Bälde wissen und auch das könnt ihr euch natürlich dann ansehen, ein Regelvideo wird es dazu natürlich geben.